Meine Damen und Herren, zuerst möchte ich Ihnen um Ihr Verständnis für mein sehr harmes Deutsch bitten und möchte gleich dazu sagen, wie stolz ich bin, heute bei Ihnen sein zu dürfen und Ihnen den Gruß von La Manif pour tous aus der Grande Nation zu bringen. Wahrscheinlich kennen Sie uns für unsere riesen millionenreiche Demonstrationen letztes Jahr in Frankreich. Unsere Bewegung ist aus der Opposition zu einem Gesetzentwurf zugunsten der schwulen Ehe entstanden, da dieses bei uns gleich mit der gesetzlichen Genehmigung der Volladoption von Kindern gebunden ist. Also, La Manif pour tous kämpft nicht gegen die Homosexualität. Wir bemühen uns nur um einen, das Recht der Kinder. Recht auf einen Vater und eine Mutter. Sowie das Recht auf eine menschlich aufbauende Erziehung. Tatsächlich müssen wir in Frankreich die gleichen Probleme wie Sie in Deutschland wegen dem sogenannten Gender Mainstreaming in der Schule bekämpfen. Was bei Ihnen als Sexualkunde für Unterricht ist, wird bei uns unter anderem Namen benannt, jedoch mit gleichem Inhalt zum Durchsetzen probiert. Umschreiben von Lehrprogrammen auf Basis der Gender-Ideologie samt entsprechenden jungen Büchern, Kinderfilme mit Beförderung der Homosexualität für Kinder von 4 bis 10 Jahren, Klassenbesuche von LSBT-Verbänden, sogenannte didaktische Ausbildung der Lehrer bis zur gesetzlichen Bestrafung für jenen Opponenten. Sie stellen also bei diesem Punkt fest, dass wir in Frankreich tatsächlich mit der gleichen Lage wie Sie in Deutschland zu tun haben. Genauso wie die Polen es haben. Beziehungsweise die Italiener, die Spanier, die Österreicher. So, worauf ist das Ganze zurückzuführen? Wir alle haben mit einem internationalen, gut koordinierten Angriff des LSBT-Lobby zu tun, welches die internationalen Organisationen langsam mit seiner zerstörenden Ideologie kolonisiert hat. Hiermit möchte ich betonen, dass dieses Lobby eine winzige Minderheit darstellt, jedoch über einen großen Einfluss verfügt. Einen viel zu größeren Einfluss für dessen Bedeutung in der Wirklichkeit. So, hiermit möchte ich Ihnen ein einziges, aussagekräftiges Beispiel geben von diesem Lobby. Vor den letzten europäischen Wahlen im Mai waren 23% aller EU-Abgeordneten Mitglieder der sogenannten ILGA-Intergruppe, sprich von der LSBT-Lobby im EU-Parlament. 23%, meine Damen und Herren, hätten Sie es geglaubt? So, unsere Antwort muss also wie auch auf internationaler Ebene geführt und koordiniert werden. Deswegen haben wir uns bei La Manif pour tous in den letzten Monaten dazu bemüht, ein internationales Netzwerk auf verschiedenen Kontinenten sowie engere Partnerschaften mit unseren europäischen Nachbarn aufzubauen. Dies ermöglicht die Führung hoffnungstragender Aktionen, wie zum Beispiel Europe for Family, eine Art Labellisierung der Wahlkandidaten
dargestellt hat. Diese ist bei uns in Frankreich von La Manif pour tous initiiert worden, aber gleich in Deutschland bei Demo Furale, und hiermit möchte ich bei denen bedanken, sowie auch in Polen bei unserem lokalen Vertragspartner punktgenau gleich geführt worden. Diese erfolgreiche Aktion soll nun dazu führen, dass eine eigene familienfreundlichere Intergruppe im EU-Parlament bald gegründet sein sollte, welche die Interessen der Vater-, Mutter-, Kinderfamilie schützen bzw. befördern wird. So, diese Europe for Family Aktion ist nur ein Beispiel der vielfältigen Vorteile eines einheitlichen und gemeinsamen Vorgehens. Überall in der Welt richten sich Leute gegen diesen Gender Mainstreaming aus. In der ganzen Welt. Also ganz im Gegenteil davon, was man uns glauben lassen möchte. Uns allen in Frankreich, in Polen, in Deutschland gehört es also gemeinsam, dem Bewusstsein dieser anderen Völker anzusprechen bzw. deren Handeln mit unserem eigenen zu koordinieren. Nun ist es Zeit, beim ganzen Herzen bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Begrüßung und möchte ich Ihnen unser französisches Motto erinnern: On ne lâche rien, sprich auf gutes Deutsch, man gibt nichts nach.